Er ist der Mann der Stunde. Er hat den DTM-Lauf auf dem Red Bull Ring gewonnen. Und er ist bei Audi zurzeit der heißeste Kandidat auf den Titel. Martin Tomczyk. Super, und weiter so, wa? Dankeschön. Nach enttäuschender Saison 2010 wechselte er in ein neues Team, musste seinen aktuellen Audi A4 DTM für Mike Rockenfeller räumen und bekam eine 2008er-Version. Ein Rückschlag für den Rosenheimer. Am Anfang war es natürlich eine Enttäuschung, ganz klar. Aber für mich gab es dann eigentlich nur ein Ziel, weil als Sportler, du machst immer das Beste aus dem, was du bekommst oder was du hast. Und das war halt im Endeffekt diese Konstellation dieses Jahr mit dem Team Phoenix, mit dem Fahrzeug, mit dem neuen Fahrzeugingenieur. Und da ist es für mich ganz klar, auf Angriff zu gehen. Und er hat es allen gezeigt. Tomczyk fährt auf dem Red Bull Ring für sein neues Team Phoenix den ersten Sieg in der DTM ein. Die erfolglose Saison 2010 vergessen. Auch wenn die Durchstrecke lang war, ich bin immer wieder dahin gekommen, wo ich hin wollte. Hat er schon einmal ans Aufhören gedacht? Nie, und ich glaube, wenn man damit beginnt aufzuhören, dann kommt so die Zeit, wo man dann wirklich drüber nachdenken muss, ob es nicht richtig wäre, entweder die Serie zu wechseln oder wirklich definitiv aufzuhören. Aber da sind wir noch ganz weit weg, weil ich bin gar nicht so alt, obwohl ich schon 11 Jahre dabei bin. Und eines fehlt noch in seiner langen DTM-Karriere, der DTM-Meistertitel. Im Moment ist er auf gutem Weg dahin. Er zeigt bei Audi die konstanteste Leistung seit Saisonbeginn und konnte sich von Rennen zu Rennen steigern. Der Teamwechsel in der Winterpause hat ihm den Druck genommen. Der Auslöser zum Erfolg. Ich habe mich von der ersten Minute an beim Team Phoenix sehr wohl gefühlt. Es hat gepasst, die ganze Einstellung hat gepasst. Für mich kam auch dazu, dass ich Teamleader bin, jetzt neu, was natürlich auch nicht die letzten Jahre selbstverständlich war. Und von dem her waren schon einige Sachen, die sich geändert haben, aber die anscheinend recht positiv sind für mich. Doch trotz des Erfolges, er hat sich nicht geändert, ist nach wie vor der humorvolle, lockere Tomczyk aus den vergangenen Jahren. Er bleibt auf dem Boden der Tatsachen, seine Erwartungen bescheiden. Mein Ziel ist nach wie vor, bester Jahreswagenfahrer zu werden, und daran halte ich auch fest, und das sieht ganz gut aus, dass es funktioniert. Und wie ich auch schon des Öfteren gesagt habe, alles andere, was drumherum noch geschieht, auch mit Meisterschaft, das überlasse ich erst einmal anderen, weil da habe ich mich die letzten 10 Jahren zu viel, glaube ich, am Kopf drum gemacht, und von dem her lasse ich da lieber andere drüber nachdenken. Und wenn es dann soweit sein sollte, dass ich mich auch mal einklinke, dann bin ich schon dabei, keine Angst. Doch wenn Martin Tomczyk seine herausragende Leistung der letzten Rennen auch auf dem Lausitzring bestätigt, ist er Audis Nummer 1 und der Mann der Stunde.